Matthias Mester und Renata Lucin können es immer noch nicht glauben. Nach dem Einzug ins Let's Dance Finale ist das Tanzpaar geschockt und überglücklich. Vor allem Matthias hat nicht daran geglaubt, wie er uns im Interview verrät: "Ich habe so fest damit gerechnet, dass jetzt der Name von Amira und Massimo kommt." Doch er tanzt tatsächlich am 20. Mai um den Dancing Star-Titel. Warum Profitänzerin Renta das so berührt, erklärt sie oben im Video. Matthias und Renata haben ihr größtes Ziel längst erreicht. Ich habe in der Kennenlernshow gesagt, ich möchte gerne Matthias auswählen und zeigen, dass Tanzen keine Normen und keine Grenzen hat, blickt Renata nochmal auf den Start der Let's Dance-Staffel zurück. Und dieses Ziel hat der Paralympic-Star längst übertroffen, wie sie findet: "Ich glaube, Matthias hat das extrem, hammergeil, phänomenal gezeigt. Punkt, man kann ihn gar nicht mit anderen vergleichen. Das, was du leistest, ist einfach so hoch." Ausrufezeichen. Punkt. Auch beim Halbfinal Quickstep, vor dem die Profitänzerin aufgrund der langen Schritte ein wenig Sorgen hatte, hat der 35-Jährige gezeigt, dass alles möglich ist, wenn der Wille da ist.